Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es, wir sind in Neckarsulm bei der Audi-Tradition. Nico kennt ihr ja aus dem letzten Video schon. Jetzt geht es allerdings erst richtig los. Das letzte Video, muss man wirklich sagen, war ja erstmal so die absolute Pflicht. Hatten schon ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu trocken wurde, aber umso cooler ist, dass auch das Video so gut ankam. Und deswegen steigen wir heute ein in die nächste Thematik. RS4. Nein, eigentlich steigen wir heute in die Thematik an Audi-Tradition. Jetzt müssten wir allerdings einmal klären, was ist überhaupt die Audi-Tradition? Ich stelle mir darunter vor, dass ihr ein riesiges Lager habt in hunderttausenden Teilen. Ja, wirst du auch gleich sehen. Hammer, Hammer zum Teil tatsächlich, wobei das ein langer Weg war. Ja. Also wir sind startet mit ganz wenigen Teilen, da kommen wir nachher nochmal genauer dazu. Aber die Audi-Tradition besteht aus mehr. Ja, also wir haben die Fahrzeuge, die Fahrzeugsammlung vom Timo, habt ihr ja auch schon gehört. Dann eben die Ersatzteile, die bei mir liegen und dann eben das Thema Museum und Ausstellungen, wo ein Management-Kollege von mir noch macht. Jetzt habe ich nämlich gerade durch Zufall gesehen, dass der Audi A8 auch bei euch mittlerweile im Shop ist, ne? Ja, ja. Kaum vorzustellen, dass der Audi A8 mittlerweile schon so alt ist, dass er schon als Traditionsfahrzeug gilt. Ja. Wenn mir vor 10 Jahren einer erzählt hätte, dass ich irgendwann mal vor einem originalen RS4 B5 stehe und das Ding cool finde, hätte ich gesagt, keine Chance. So, weil es war so zu den Zeiten, wo so ein Auto hat mal angefangen bei 15.000 Euro. Das war so die Zeit, wo ein RS4 B5 am günstigsten war. Ne? Mhm. Das war so ein typisches Auto. Kaufen, Felgenfahrwerk. Es gab, glaube ich, kein RS4, wo kein Felgen und Fahrwerk drauf waren. Genauso gab es kein RS4, wo die originale Bremse vorne drauf war. Das haben alle direkt vor dem Nachfolgermodell von dem B7 die Bremse drauf gesteckt, weil die Plug-and-Play passte. Ne? Und das war so das kleine Tuning-Paket, was jeder vor allem gemacht hat. Wenn ich allerdings einen originalen haben dürfte, würde ich ihn genau so nehmen. Ist definitiv Misano Rot mit dem Alu-Paket, ist meine absolute Traumfarbe. Ja, also das war das absolute Traumauto damals. Und ist tatsächlich auch ein bisschen Geschichte von mir persönlich. Ja, weil ich habe angefangen 99 bei Audi, habe Informatik studiert gehabt, durfte dann gleich das Produktionssystem von dem Auto machen. Also das war echt Hammer und damals geplant, ich glaube so knapp 2000 Stück wollten wir eigentlich bauen. Ja, und dann sind es ja über 6000 sogar geworden. Und es war, also es war geiles Gefühl auch. Ja. Das heißt, du warst dabei, als die Kisten noch so richtig aktuell heiß diskutiert wurden und so weiter. Genau, hier in Neckarsulm ist der ja gebaut worden, der RS4, im Gebäude der Quattro GmbH ist der gebaut worden, also komplettiert worden. Mhm. Und da habe ich damals, ich war mehr oder weniger frisch von der Uni da, ja, und habe den Auftrag gekriegt, da ein Produktionssystem dafür zu machen. Die Quattro GmbH gibt es jetzt nicht mehr, das ist jetzt die Audi Sport GmbH. Genau, also es ist eigentlich dasselbe, ja, es ist die Audi Sport, wo den Motorsport gemacht hat. Und die Quattro GmbH waren ja früher getrennte Gesellschaften und die sind zusammengeführt worden. Das ist jetzt eine Gesellschaft. Und es gibt da so ein paar, wie soll ich sagen, keiner kennt so die wahre Geschichte. RS4 unterscheidet sich am meisten daran, dass er hinten breiter ist. Also, dass wirklich das Blechteil an der Karosserie breiter ist. Also, es gibt ein sogenanntes Seitenteil, was halt einfach vom RS4 breiter ist. Wie wurden die produziert? Weil es gibt einige, die gesagt haben, die Karossen sind zum Band gekommen. Das A4-Teil wurde ausgeschnitten und das breite Teil wurde eingeschweißt. Nee, also so war es nicht. Es ist tatsächlich so, dass der RS4 auch über die normale Linie gelaufen ist, aber eben noch nicht mit den breiten Reifen. Da war schon das richtige Seitenteil drauf, aber nicht die großen Reifen waren drauf oder Räder, ja, weil das einfach nicht über die Linie funktioniert hat. Die waren zu groß. Die haben sogenannte Umlaufräder drauf gehabt, kleine Felgen dann wiederum, die richtig mit Farbe besprüht waren, damit man sofort erkannt hat, das sind Umlauffelgen und sind dann ins Gebäude von der Quattro GmbH gekommen. Und da haben sie dann die richtigen Felgen gekriegt, die haben die Schürze vorne gekriegt. Ja, das waren einfach so Komplettierungsarbeiten, die wir da gemacht haben. Das waren noch die Zeiten, wo so eine fette 18 Zoll noch zu groß war. Heute lacht man über die 18 Zoll. Ja, heute nicht mehr Winterreifen oder Reserverad. Ne? Okay, aber das eigentliche Blechwerk wurde schon gemacht, passend an der neuen Karosse. Ja, das ist schon zugekommen, ja. So. Das ist so gemacht worden. Habt ihr mehrere? Also habt ihr alle Farben von dem RS4? Oder? Ja, also wir haben wirklich alle Farben.
Echt alle? Alle, ja. Wir haben sogar einen zweiten in Rot, der hier, den wir hier ausgestellt haben. Das ist einer, das ist eigentlich unser Modell, wo wir regelmäßig fahren, auch auf Events und Veranstaltungen. Also der hat schon knapp 60.000 Kilometer hier runter. Aber wir haben noch einen zweiten roten, der mehr oder weniger 0 Kilometer noch hat. Den haben wir in der Sammlung dann drin stehen. Und alle anderen fahren wir auch noch? Ja, vor allem haben wir einen noch, das ist der Imola gelbe RS4 Clubsport. Das wäre meine Farbe, den würde ich nehmen. Der ist richtig schön. Ich bin damals extra... Mit den schwarzen Auspuffendrohren hinten, also das war schon... Und Clubsport war ja auch mit den Pole Position Sitzen drin? Ja, genau, die Vollschalen. Und selbst damals war es so schwer, an diese Sitzkonsolen ranzukommen, weil die konnte man nicht einzeln bestellen. Ich weiß noch, ich bin in die Schweiz gefahren, habe die einen abgekauft. Der hat irgendwie andere Sitze eingebaut, hatte die Konsolen über und da war wirklich unten eine 8D-Teilenummer drauf, aber wirklich nur 8D9 XXX. Mhm. So, ne, so Wecke X, ne? Aber war ein Audi-Teil drauf. Okay, cool. Das heißt, der hat jetzt ein bisschen mehr schon runter. Ja, der hat knapp 60.000. 59.000, ne? Irgendwas. Aber so ein Original. Also man sieht es halt auch, ne? Also an den Sitzen sieht man es immer schön, dass das Auto gebraucht ist, vor allem die Sitzseitenwange. Ja, sieht man halt auf der Fahrerseite. Aber so ist es einfach, ja. Das soll ja auch authentisch sein, das Ganze. Das Auto riecht von innen original, so wie die ganzen B50, die ich alle geschlachtet habe, immer. Also es ist egal, ob A4, S4 oder RS4, die riechen von innen immer gleich. Mhm. Also da muss irgendwie Leder, Kleber, irgendwas sein, was einfach genauso riecht. Okay, aber selbst der mit 60.000 ist ja schon in einem verdammt guten Zustand, ne? Ja. Also wenn man sich so aktuelle Autos angucken würde bei Mobile, ist das ja schon ein Traum. Ich glaube auch, selbst so ein Auto wird mittlerweile gehandelt mit 60.000 Kilometer. Ich würde jetzt mal sagen, mit einer realistischen 70.000 so in den Dreh, 80.000. Gut, ich kann es im Moment aktuell gar nicht sagen. Doch, doch, also schon. Schauen, ja. Standen mal eine Zeit lang auch schon welche über 100.000. Die hatten da ganz wenig Kilometer runter. Aber das ist schon, weil... Ein krasser Zufall. Ja, wäre schon eine gute Wertanlage gewesen damals, ne? Mit 15.000 gekauft oder so. Ich hab's damals immer gesagt, ich habe allen Leuten immer gesagt, kauft RS4, weil für mich war das immer ein Auto, das waren die Zeiten, da ging Porsche 964 gerade nach oben preistechnisch. Mhm. Und man konnte sich entweder einen guten RS4 oder 964 kaufen. Jetzt hast du beim 964 zwar einen Porsche, aber du hast ein Auto, was eigentlich gar keinen Nutzen hat, weil du kannst weder Langstrecke irgendwo hinfahren, wir sind damals viel zum Wörthersee gefahren, du kannst nicht Familie mitnehmen, weil es ist halt ein Zweisitzer, es ist zwar ein Coupé, aber wenn man ehrlich ist, hat man hier halt den V6 Bito mit Leistung, wo man mit wirklich wenig Aufwand auch noch viel, viel mehr Leistung machen kann. Mhm. Und ich habe immer gesagt, Alter, da gibt es nur 6.000 Autos von, die müssen irgendwann einfach alle weg oder Schrott sein, alleine wie viele kaputt getunte Autos es gibt, die einfach geschlachtet wurden, weil als Beispiel der Motor am Arsch war und man sich ausgerechnet hat, das ganze Auto bringt 20.000 Euro mit einem kaputten Motor, jetzt habe ich aber schon Felgen, Fahrwerk, Bremse, Innenausstattung für 20.000 Euro, ja, dann wird das Ding halt zerschnitten. Ne? Ja, klar. Und ein paar RS4 Limos gebaut. Also irgendeiner braucht halt immer Teile und es war halt das Auto. Also nach dem 5-Zylinder-Turbo war halt der V6 der Audi-Motor leistungstechnisch, der halt die Jungs alle nach vorne gebracht hatte. Ja, und es war halt wirklich noch der echte Turbo. Ja. Also du hast aufs Gas gedrückt, dann hat er schon gezogen und auf einmal hat er Turbo eingesetzt, dann macht es in Roms. Also was geil ausgestellt. Bezüglich Teile, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, was es für dieses Fahrzeug alles so bei euch in den Heiligen Hallen vielleicht noch gibt. Das Problem ist, es gibt leider nicht mehr beide Seitenteile, sondern nur noch einen Seitenteil. Ja. So, das eine Seitenteil wollen wir aber übrigens finden. Ich habe damals noch für mein Auto neu gekauft. Noch normal über Audi. Das darf ich eigentlich keinem sagen. Ich glaube, die haben damals pro Seite 400 Euro gekostet. Okay. Da waren noch beide lieferbar, pro Seite 400 Euro. Und allerdings, das war 2009. Mhm. So, klar, bei 400 Euro haben damals die Leute natürlich auch diese RS4 Limos angefangen zu bauen, weil das war so ein Preis. Wobei es nicht ganz korrekt ist, es gab Gebrauchte, waren noch billiger. Gebrauchte waren damals noch billiger aus dem Auto rausgeschnitten als die neuen für 400. Die würde ich gerne auf jeden Fall suchen. Dann Motor. Können wir uns angucken. Motor. Es gibt tatsächlich noch einen Motor von RS4 B5. Und nicht nur einen. Mehrere sogar. Ja, aber das wirst du sehen dann, ja. So, also die beiden Sachen wären für mich auf jeden Fall interessant, die einmal in Händen zu halten. Und was mir eben aufgefallen ist noch, eben im Vorbeilaufen, es ist ein Ausstellungsfahrzeug und so Sachen passieren eben manchmal. Mhm. Wenn du vorne den Grill dir anguckst, vielleicht siehst du, was da fehlt. Hier klemmt immer was drin. Das Logo. Das Logo. Ja, und das können wir dann nachher im Lager auch gleich mal holen, ja? damit wir den hier wieder vollständig machen können. Kühlergrill ist auch so ein typisches Teil, der war mal entfallen, ist aber wieder lieferbar. Ja. Habe ich ganz, weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, ich war wirklich regelmäßig am Teile-Tresen. Das heißt, zu Top-Zeiten ungelogen, jeden zweiten Tag, so war ich so ungefähr da.
Das waren aber noch nicht so die Zeiten 2010, wo du so all die ganzen WhatsApp-Kontakte hattest und einfach so geschrieben hast, ey, guck mal kurz, ob das lieferbar ist und so weiter. Da war das ja alles noch ein bisschen runtergefahren. Und der eine Kollege, der hat aber immer für mich geguckt, wo noch Teile lagen. Also wo Audi vielleicht selber gesagt hat, ich habe keine mehr. Dann konnte man im VW-Audi-Programm immer gucken, ja, Autohaus so und so hat noch das liegen, Autohaus so und so hat noch das liegen. Ja, du warst schon gut organisiert. So, und so konnte ich immerhin, deswegen war das jetzt mit dem neuen Auto nicht ganz so kompliziert, so Sachen wie Kühlergrill, die Windabweiser sind, glaube ich, aktuell auch entfallen. So typische Sachen konnte ich zufälligerweise ein bisschen beiseite legen, dass ich mir da schon im Vorfeld ein bisschen... Ja, das ist schlau, sich da ein paar Sachen zu organisieren, weil, also wie gesagt, wenn der bisherige Lieferant uns da nicht mehr liefert, ja, oder das Werkzeug kaputt ist oder das Material jetzt nicht mehr oder der Lieferant baut nicht mehr an diesem Werk, an diesem Standort, ja, dann haben wir gleich ein Problem, weil wir, klar, Audi Originalersatzteile verkaufen. Da haben wir einen Qualitätsanspruch. Das heißt, wenn sich eins von dem ändert, Werkzeug, Lieferant, Produktionsort, Material, müssen wir eine komplette Freigabe machen über die Audi-Qualitätssicherung. Aber man muss dazu wirklich immer sagen, weil jeder sagt immer hätte, 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 es ist halt auch wirklich einfach Geld, was man sich jedes Mal hinlegt. Ne? Ja. So, ne? Und je jünger man ist, je weniger Geld hat man, da fängt man jetzt ja auch nicht an, wenn man ein Auto für 15 kauft, sich aus Spaß mal für 20.000 Euro Sachen ins Lager zu legen, weil die könnten ja irgendwann mal wertvoll werden. Und dafür sind wir jetzt da. So. Jetzt kommt viel, ihr ins Spiel. Viel Fläche, wir kaufen die Sachen auf, hängen die sozusagen ab, ja, und dann, wenn sie gebraucht werden, haben wir sie. Aber natürlich auch nicht unendlich. Und das ist eben die Problematik dabei. Okay, Nico. Aber immer länger. Nico, ich würde sagen, wir packen es, wir fahren mal rüber. Wie weit ist das? Das sind ungefähr 20 Kilometer von hier. Ist ein ehemaliges Bundeswehrdepot dort, wo wir angemietet haben. Und da, ja, können wir mal hingehen. Wir müssen auch in dem Gelände fahren. Also es ist schon so groß, dass man da nicht laufen kann, ja. Also hat schon was. Ich bin gespannt. Let's go. Jetzt sind wir im Ersatzteillager in Siegelsbach und da würde ich einfach mal ganz gerne noch ein paar Leute dafür vorstellen. Wir sind ja schon seit 2010 aktiv. Der Timo Schiemer ist hier für das Ersatzteilwesen, Logistik und das ganze Thema zuständig. Und der Gary ist hier noch da, wo er das Thema gerade Kundenkontakt und so weiter macht. Und das würden wir euch jetzt mal ganz gerne zeigen hier. Ich habe zum Glück gerade schon das ganze Gelände hier gesehen. Ich hoffe, wir müssen das nicht alles fußläufig hier machen, weil hier ist auf jeden Fall was zu gucken. Aber ich würde mir wünschen, dass wir direkt reingehen, weil ich habe Angst, dass der Ton scheiße ist, deswegen ist es ein bisschen windig hier. Ne? Also ungefähr stelle ich mir eigentlich auch meine Schrauberhalle vor. Das wäre so eine Größenordnung, die mir gefallen würde. Erzähl mal. Also, hier wie lange seid ihr hier? Wir sind seit, also das Ersatzteilgeschäft gibt es jetzt seit 2010, wo wir jetzt Ersatzteile verkaufen. 2007 hat es ursprünglich mal mit diesem ganzen Konzept angefangen, wo wir wirklich damals da gestanden sind und gesagt, okay, wir müssen was tun in diesem Bereich. Der Außenauftritt war damals nicht ganz so positiv. Wir haben selber für uns gemerkt und gesehen, wir müssen da aktiver werden und haben 2007, 2008 da wirklich ein Konzept aufgestellt und uns überlegt, was können wir machen. Also wir haben tatsächlich von der ersten Stunde an Ersatzteillager aufgekauft, so wie du auch ursprünglich mal mit einer Excel-Liste angefangen, Teile einzukaufen. Und dann ging es natürlich schon los. Wie kriege ich die jetzt in ein System? Wie kriege ich es in einen Online-Shop? Wo kriege ich einen Online-Shop her? Wie kann ich es verkaufen? An wen kann ich es verkaufen? Und. Also diese ganze Fragestellungen waren alle da. Und dann haben wir so für uns gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach aus und sind rumgefahren und haben verschiedene Händler aufgekauft, Sammler aufgekauft, um wirklich zu testen, ob das funktioniert. Das heißt, vor 2010 gab es gar keine Traditionsteile zu kaufen, sondern ich konnte nur das, was noch lieferbar war, beim Händler kaufen. Genau. Und das war's. Ganz genau. Und wenn heute ein Händler ein Teil braucht, was ihr habt, kann der das aber auch bei euch bestellen? Der kann das bei uns einkaufen, der kann es bestellen. Also der Partner ist erstmal so aufgestellt, generell soll der Kunde erstmal zum Partner gehen und schauen, gibt es das Teil offiziell noch beim Partner oder gibt es es bei uns. Der Händler hat beide Möglichkeiten. Er sieht in seinem Edgar-Katalog, elektronische Teile-Katalog, wo er seine Teile für alle Kunden bestellt, sind wir mit allen Ersatzteilen, wo wir haben, sind wir im System da drin, aufgelistet. Mhm. Das ist immer aktuell und dann kann der Händler entweder das Teil selber bestellen, verbauen dem Kunden, oder er kann dem Kunden anbieten, er besorgt ihm das Teil oder er kann auf diesen Online-Shop verweisen. Und so hat der Kunde, der ja vielleicht selber schrauben will und kein Händler ist, und verbauen, so hat er die Möglichkeit, trotzdem diese Teile über uns zu beschaffen. Weil in meiner Geschichte des Teilesuchens und der Teileverkäufer hasst mich, so ungefähr, weil es gibt ja diese Variante, dass Händler noch Teile liegen haben. Mhm. So, das sind ja die Teile, wo man, wenn man Teile sucht, dann irgendwo ran will. Das heißt, wenn das Zentrallager aber nichts mehr habt, dann wenn dann nur bei euch. Oder kann es auch sein, dass jetzt hier irgendwie als Beispiel eine Zierleiste liegt, die wirklich Audi selber im Zentrallager auch noch liegen hat? Die Variante gibt es auch. Diese Variante gibt es nicht. Das heißt, ihr habt alles da übernommen. Wenn dann Altbestände bei einem Händler... Das gibt den Cut.
wo wir von VW, Audi diese Teile übernehmen, wo wir uns Gedanken machen, welche Teile brauchen wir weiterhin noch. Eine grüne Sonnenblende mit einer roten Naht zum Beispiel, macht die Sinn noch weiter zu versorgen, wo in ein Auto passt mit einer Stückzahl von 200 Fahrzeugen. Die lässt sich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht verkaufen, aber die schwarze, wo in 20 verschiedene Modelle passt, wollen wir weiter versorgen. Je nachdem, was für ein Modell, was für ein Auto dahinter steckt, haben wir unsere Disponenten bei uns, wo wirklich sich über jedes einzelne Auto, über jedes einzelne Teil Gedanken machen, was versorgen wir weiter und wo gibt es Möglichkeiten. Und das, was du gerade gefragt hast mit diesen Händlern, es ist so, dass wir auch diese Händlerabfragen machen können. Also wenn du bei uns anrufst und du willst ein Teil, was wir nicht haben, was der Partner nicht im Sortiment hat, dann können wir trotzdem diese Gesamtpartnerabfrage machen, dass wenn vielleicht in Hamburg noch einer eins liegen hat oder in Berlin und können wir dann den Kontakt vermitteln, sodass der Kunde trotzdem an sein Teil kommt. Und das sind auf jeden Fall immer die witzigsten Telefonate, wenn ich dann irgendwo angerufen habe, gesagt, ey, ihr müsst da im Lager noch irgendwie durch Zufall eine Türdichtung liegen haben, wo die sich sagen, ey, was braucht der Typ jetzt eine Türdichtung für einen A4, die seit 15 Jahren da hinten im Lager liegt. Oder woher weiß der, dass das da ist? Und es gibt halt aber einfach keine mehr und dann fängt man an, so das zu suchen. Ne? Ja. Ja. Aber das heißt, Audi meldet sich bei euch, wenn sie einen Teil auslaufen lassen wollen? Wir kriegen generell eigentlich jedes Ersatzteil, was ausläuft, was von Audi nicht mehr weiter versorgt wird, kriegen wir auf den Tisch zur Prüfung. Dann kommen die Kollegen, schauen mit ihren Anforderungen genau da drauf. Da gibt es auch keine Formel. Also wir schauen wirklich pro Modell, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Wird das Auto irgendwann vielleicht mal interessant oder wird es nicht? Das ist zum Teil auch ein Blick in die Glaskugel, weil man das Teil wird zum Teil auch nicht wissen. Ja? Wie entwickelt sich so ein Markt? Ja? Und müsst ihr jedes Teil warenwirtschaftstechnisch einzeln anfassen? Also anlegen, Einkaufspreis, Verkaufspreis, Bestand, Lager oder so, ist eh klar, genau Foto jetzt hier, und so weiter. Wo wir stehen und genau das kann ich dir jetzt zeigen. So, also da muss wirklich jedes Einzelteil, ihr könnt jetzt nicht von Audi einfach die Daten nehmen, Online-Shop fertig. Doch, genau. Das ist das, weil ihr habt schon einzelne Fotos von jedem Teil. Oder kommt wir haben jedes Teil, wo wir im Lager haben, hat ein Foto, fotografiert, ne? Wo von uns selber fotografiert wird. Und wenn wir da rüber schauen, da sehen wir, können wir in die Fotozelle rein anschauen. Weil das ist nämlich, ich bin nämlich auch so ein, also mein zweiter Vorname ist Google Foto. Ja. Und gucke ganz viele Fotos. Und immer wenn ich nach Ersatzteilen gucke, die vielleicht wieder irgendwo passen, Schrauben, Clips, wie auch immer, immer Audi-Tradition reingeben, weil du hast gleich ein Foto von dem Teil, ne? Und bist immer schon mal, weißt du immer schon mal, wie das Teil aussieht oder weißt halt, dass es komplett falsch ist. Ja. Vor allem bei euch teilweise für übertrieben gesagt Menge 1, weil es kann ja schon vorkommen, dass ihr irgendwas inseriert, was ihr in den nächsten 10 Jahren vielleicht einmal verkauft. Ja. So, solche Teile wird es ja auch mal geben. Ja. Ne? Und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Bremsscheibe vom Passat, die jeden Tag 8 Mal rausgeht. Genau. Ne? Also es wird nicht jedes Einzelteil fotografiert, sondern es ist so, der LKW kommt hierher, der wird entladen und dann sieht man zum Beispiel eine Kiste mit Teilen drin, die wird hierher geholt und dann haben wir Handhelds-Geräte, mit den Handhelds können wir alle Daten abrufen. Mhm. Also wir haben dann eine Schnittstelle zu unserer Datenbank, geben die Teilenummer ein, über die Teilenummer ziehen wir alle anderen Daten, Langtext, Kurztext, Katalognummer, wo passt es rein, deutsche Sprache, englische Sprache, den Preis und dann wird der Wareneingang gebucht. Ja? Mhm. Und zu diesem Wareneingang wird praktisch, geht das Teil noch in die Fotozelle, wird dann einmal fotografiert, also wenn wir jetzt 20 Schaltknöpfe haben zum Beispiel, dann wird einer fotografiert, weil das sind Neuteile. Bei Gebrauchteile, was wir aber keine mehr im Sortiment haben, früher haben wir angefangen, haben auch Gebrauchteile verkauft oder Restbestände, die vom Händler zum Beispiel aufgekauften Sachen, sind ja oft schon gebraucht, nur weil sie jetzt zum Beispiel 20 Jahre liegen. Mhm. Ja? Und was ist es jetzt ein Teil? Ist es neu oder ist es nicht neu? Deswegen haben wir da wirklich gesagt, wir tun die Teile einzeln fotografieren. Da ist ein bisschen Rost drauf oder damit es da der Kunde, das was er kauft, auch wirklich das kriegt und auch nicht geschönigt. Das heißt, die Sachen kommen wirklich hier so in der Gitterbox an? Das ist jetzt, was hier drin steht, kommt alles, sind alles Sachen, wo jetzt gerade reinkommen, ja. Aber das sind jetzt ja logischerweise alles Sachen, die mehr oder weniger noch relativ aktuell sind. Das wird so jetzt wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt sein, dass es bei Audi jetzt dann hier rüberläuft. Wie ist das mit Sachen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt? Gibt es dann immer nicht mehr? Also es gibt zwei Varianten. Es gibt ja auch mal so Überraschungsboxen, wo auf einmal irgendwas drin ist, weil es nochmal irgendwo aufgetaucht ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir jedes Teil angeboten kriegen, was es ausläuft. Ja? Es gibt aber auch viele Teile, die sind bereits schon abverkauft und die gibt es schon bei Audi nicht mehr. Mhm. Ja? Also auf den Tag X, wo es drauf ankommt. Ja? Und unsere Leute, die gehen dann her und schauen nach diesen ganzen Lieferanten, fragen die an, gibt es die Werkzeuge noch, können wir auf diesen Werkzeugen nochmal fertigen, können wir da nochmal eine Produktion machen, wie viel Produktion können wir noch machen, können wir das auf einmal machen, können wir das über mehrere Jahre machen. Ja? Wenn du jetzt dahinter schaust und schaust in die rein, dann sind das alles A2-Stoßfänger, wo wir dann auf einmal gefertigt haben und dann müssen wir uns die Halle vollknallen mit diesen Teilen. Für ein A2? Für ein A2, jetzt schon. Weil jetzt sind wir in der Lage, die Dinger herzustellen und wenn sie abverkauft sind, dann muss man natürlich wieder prüfen, geht noch was oder geht da nichts mehr. Und wenn man wirklich neue Werkzeuge braucht, um so ein Teil wieder herzustellen, Spritzguss, wie auch immer, das Teil, dann kostet halt richtig Geld und dann wird es halt sowas von schwierig, das wieder aufzulegen.
Und deswegen auch ganz kurz nochmal. Wie viele Stoßstangen sind das? Das sind über, das sind ein paar hundert, wo wir machen. Echt, so das sind nicht an, wir haben noch viel mehr. Oh. Das ist eine interessante Frage, so viel A2. Wenn du für dich überlegst, welches Modell von Audi würdest du für dich einschätzen, ist momentan der höchste Bedarf an Ersatzteilen? Wenn du so zurückdenkst, ne? Ist das ein Audi 90, ein Audi 100, ein Audi V8? Vielleicht ein A2. Das ist genau das Thema. Der Audi A2 ist momentan das Fahrzeug, wo wir am meisten Ersatzteile kosten. Also ich könnte, es mir jetzt darüber erklären, wegen ökonomischer Gedanke, weil wirklich großes Auto, was wenig verbraucht, groß in Anführungsstrichen, ne? Ja, aber es gibt ja so viele, die so ein Auto tatsächlich mit 3, 4, 5 Liter Verbrauch fahren. Richtig. Und das ist auch wieder der Unterschied zwischen, was ist ein Oldtimer, was ist ein Youngtimer und was ist ein Alltagsfahrzeug. Wie viele Leute fahren das Fahrzeug als Alltagsauto und wollen es einfach an nicht hergeben? Sind damit glücklich und zufrieden und wollen es einfach weiterhin fahren, ja. Das heißt, was denkt ihr so, diese paar hundert A2-Stoßstangen, wie lange halten die? Es kann sein, dass wir sie nie verkaufen. Mhm. Also bei uns liegen Teile im Lager, die liegen schon über 10 Jahre hier. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Ja, aber das ist vollkommen normal. Das habe selbst ich bei mir auch im Lager. Ja, aber der Tag kommt, dann kommt der Kunde und kauft es, weil dann der Zubehör zum Beispiel keine Teile mehr hat oder weil der Händler, der sie bisher verkauft hat, oder weil der Audi-Händler, der noch 300 Stück auf Lager liegen hat. Aber es gibt auch tatsächlich Teile, die mit der Menge 1 hier liegen. Muss es gibt viele Teile, wo man auch nur noch einmal weil da hat. Das ist dann ja wirklich der Tod des Aufwands, das alles anzulegen, einzupflegen und so weiter. Weil man kann sich den Gewinn, den damit machst, ja vorher schon ausrechnen, weil wenn es einmal abverkauft ist. Aber wenn ich jetzt den letzten RS4-Motor angeboten bekomme, soll ich dann sagen, ich nehme das und weiter verkaufen? Verstehe ich ja. Dann nehme ich den und verkaufe das. Das ist halt das Schwierige an dem Business hier. Deswegen haben wir das eigentlich relativ gut hingekriegt, dass wir die Teile ziemlich schnell in den Online-Shop kriegen. Also wir schaffen das innerhalb von 10 Minuten zum Teil für einen Online-Shop komplett fertig zu machen. Wir machen das Bild, wir drücken auf den Knopf, die Daten sind da und das Ding geht über Nacht in den Shop. Preisgestaltung? Wie macht man das da? Preisgestaltung? Also EKVK, so normale Berechnung oder eher nach Verfügbarkeit? Es kommt erstmal darauf an, was ist für ein Teil. Ich habe ja vorhin erklärt, wir übernehmen die Teile, was wir kriegen. Da behalten wir auch den ursprünglichen letzten Verkaufspreis, den wir gehabt haben, erstmal. Dann schauen wir, wie sich das Teil weiterhin entwickelt. Je nachdem geht man nach unten, damit man es dann halt überhaupt weitervermarkten kann. Eine V8-Türverkleidung zum Beispiel im letzten Jahr, wo wir sie verkauft haben, die war über die Jahre, wo man sie eingelagert hat, die Preisentwicklungen, was da stattgefunden haben, die ist einfach mega teuer geworden, dass ein Kunde die nicht kauft. Solche Teile werden reduziert zum Beispiel. Also auch da sind die Disponenten genau, oder diese Kollegen von uns, die schauen genau drauf, um was dreht sich hier. Ja, ein Verschleißteil, wo kaputt geht, wo man nachkaufen, da guckt man natürlich, dass man dann auch einen Preis hinkriegen, wo einfach reell ist und nicht jetzt überheblich ist. Ja. Wenn es ein Nachfertigungsteil ist, wo halt in der Entwicklung teuer war, vom Werkzeug her teuer war, dann sind wir automatisch auch leider, das müssen wir dann auch wieder teure Sätze anbieten. Hast du eine andere Preisgestaltung, ne? Wie der Timo gerade sagt, du bekommst das Teil von Audi Original, verkaufen wir, irgendwann gibt es keine Restmengen mehr und dann wird nachgefertigt. Nachgefertigt heißt, wir haben ein Werkzeug und dann fängt schon an. Kann man das Werkzeug noch benutzen? Muss man das refurbischen, also wiederherstellen? Sind die Materialien noch verfügbar? Wie sind die Einkaufskonditionen der Materialien? Plus. Ja, das ist nicht so, dass man einfach sagt, wir fertigen exklusiv nach und dadurch hat man automatisch einen Preis X. Der Preis entsteht durch diese ganze Arbeit, um das Teil nachher wieder zu fertigen. Wenn ihr alte Teile bekommt in alten Kartons, weil ich weiß, so die Jäger und Sammler feiern diese alten Kartons immer so, könnt ihr die Ware in den alten Kartons lassen oder ist das konzernstechnisch altes Logo, neues Logo und so weiter, dass das schwierig ist? Also wir sind schon eigenständig in unserem Vertrieb, deswegen auch diese ganze Sondergeschichten, was wir ja gerade hier, diesen Aufwand, was wir betreiben, der ist ja dann auch letztendlich nur noch tragbar, sage ich jetzt mal, weil wir genau diese Aufwände nicht alle haben. Also wir haben zum Beispiel eine Lagerung, wo wir mehrere Teile auch reinpacken, ja, um einfach diesen Platz einsparen zu können, einfach auch so viel wie möglich Teile einfach noch retten können und weiterhin dann sozusagen zur Verfügung haben. Und wenn wir jetzt einen Clips haben, die noch mit der Audi-Pflaume zum Beispiel so original waren, dann verschicken wir das in diesen originalen Verpackungen, wie sie war. Nachher gehen wir in den Bereich, da werden wir genau das nochmal wiederhören. Die alten, weil das gehört dazu. Ganz kurze Frage. Wie viele Hallen sind das? Wie viele Quadratmeter? Wie viel Fläche? Also wir haben hier 40.000 Quadratmeter in Gesamtfläche. Audi Tradition hat 3 Standorte, wo wir die Ersatzteile lagern. Hier am Standort ist der größte Standort mit 30.000 Quadratmeter Lagerfläche. Das sind 23.000 Gitterboxen, was wir hier haben, und 52.000 Ersatzteilpositionen, die hier gelagert sind. Boah. Ja, ist ein bisschen Fläche, ne? Ist einiges, ja. Wenn du Lust hast, können wir ein bisschen uns die Sachen anschauen. Wie wird das hier gemacht? Thema Inventur.
Läuft ja einmal im Jahr einer durch und zählt das alles? Oder? Wir haben jedes Jahr die Inventur, wir haben jedes Jahr den Wirtschaftsprüfer hier. Wir machen eine Stichproben-Inventur. Das heißt, wir einmal in der, wird der Laden, deswegen haben wir ja einmal unseren Online-Shop eine Woche zu, wo wir wirklich dann hergehen, stichprobenmäßig unsere Artikel durchzählen und über eine Hochrechnung wird das Ergebnis ausgerechnet. Und wenn wir da safe sind, dann sind wir mit der Inventur da gut unterwegs. Dann kommt der Wirtschaftsprüfer, überprüft das Ganze und dann ist das. Das heißt, ihr müsst aber nicht jedes einzelne Teil zählen, sondern. Nee, es gibt aus dem ganzen Volumen gibt's eine Hochrechnung im System, die sagt, okay, von den 50.000 zählt ihr jetzt 3.000 Stück, die werden gezählt innerhalb dieser Woche, dann erfasst und wenn die Abweichung nicht größer ist als 2%, dann passt das. Anders wäre das auch nicht möglich. Also diese Teile, wenn ich jetzt heute anfange durchzuzählen, dann bin ich nächstes Jahr fertig und fange dann wieder neu an. Ja, deswegen. Und auch gerade, das ist jetzt ja auch, also klar, so manche Gitterboxen, da guckst du rein und kannst bis 2 zählen, das geht schon, ne? Da geht's, ja. Aber den Clips wird es dann schwieriger. Aber es sind natürlich auch Boxen zwischen, die ein bisschen aufwendiger sind. Aber ist jetzt pro Box immer nur ein Teil drin? Oder? Nee, wir haben eine wilde Lagerführung, sagen wir dazu. Wir probieren möglichst viele Teile, wie gesagt, einzulagern, damit wir so viel wie möglich hier unterkriegen. Ja, und das ist halt die Sache, dass halt auch solche Teile wie ein Tank dazwischen sind, ne? Der Horror für jeden Online-Shop-Betreiber. Ja. Weil wie willst du so ein Teil einlagern? Ja, ganz genau. Und dann sitzt der Verpacker auch wirklich da, 1 bis 2 Stunden, um nur mal diese Sendung zum Verpacken fertig machen. Bei dem Tank geht's noch, aber bei Benzinleitungen, wo wir nachher noch sehen, wird es noch viel spannender. Ja, hier könnte man auf jeden Fall witzige Spiele spielen und Teile suchen. Genau. Auch von unserem Lagerlogistiksystem her. Wenn ich da etwas rausnehme, legst du drüben rein, ist das Teil weg, dann finde ich es nicht mehr. Deswegen hat jede Gitterbox einen eigenen Lagerplatz und da muss das Teil auch liegen. Deswegen ist es uns auch wirklich wichtig, damit es da ist, weil wenn der Kunde es gekauft hat, dann hat er in der Regel bezahlt und dann, wenn man liefern, diese Rückabwicklungsthematik ist natürlich auch schwierig dann. Aber hat das jetzt gerade hier zumindest ein bisschen Ordnung oder gar nicht? Also hier ein Schlossträger, da eine Dichtung? Nein, ist komplett wild. Ist komplett wild? Komplett wild. Man muss sich das so vorstellen, wir haben mal angefangen auf diesem Gelände mit einer Halle. Und in dieser Halle mussten wir alles machen. Große Gitterboxen, kleine Gitterboxen, Kartons, KLTs, alle Arten mussten wir irgendwie unterbringen. Ja. Und dann, bis man die Halle voll hat, konnte man dann erst wieder die nächste füllen. Und so hat sich das ergeben, dass wir so eine wilde Lagerführung haben. Und die Kartons, wo von der Größe her, vom Gewicht her zusammenpassen, die packt man dann zusammen. Ne. Darf man ungefähr sagen, was das für ein Wert ist, der in Summe liegt? Viel. Viel, ne? Sehr viel. Ganz sehr viel. Was ist das hier? So ein Sitzkern ist das, ne? Das sind Sitzkerne, genau. Da kommt immer nicht. Mal der Bezug drüber. Ich wusste gar nicht, dass es das Einzige überhaupt zu kaufen gibt, so ein Sitzkern. Ja, siehst du mal. Und der Sitzbezug war ja damals auch, können wir uns gerne nochmal anschauen nachher, mit diesem, gerade das Ladenthema, Sitzstoffe. Ja? Also früher gab es ja nur diesen fertigen Sitzstoff zum Rüberziehen. Ja? Den jetzt für alle Variationen mit allen Nähten, Nahtfarben und so weiter wieder aufzulegen, das ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, was gibt es für Alternativen? Alternativen ist, wir besorgen einfach diesen Stoff. Und mit diesem Stoff kann der Händler einfach dieses Ding dann nähen in diesen Garnen. Das sind die Bahnen da hinten. Und das sind die Bahnen da hinten. Gehen wir einmal gucken. Das ist zwei gute Zeug. Ich werd nie vergessen, zu Zeiten, wo ich angefangen habe, gab es schon, also eine schwarze S4-Limousine zu finden. War 2008, 2010 schon unmöglich. Ein guter Kumpel von mir, der wollte 2002, haben wir zusammen eine gesucht für ihn. Und da war das Auto 1-2 Jahre. Selbst damals gab es schon keine schwarzen Limos, die auch wirklich mal einen schwarzen Innenraum hatten. Weil die hatten so oft dieses blaue oder gelbe Alcantara drin. Genau. Das war wirklich. Ja. Okay, aber das heißt, hier kann ich jetzt bei euch im Onlineshop einfach einen Laufmeter bestellen. Genau. Wir haben die drin in 50 cm Stücke. Wenn ich 5 Stück bestelle, dann wird es hochsummiert und kann mir dann meine Couch daheim zusammennähen lassen oder mein Auto neu beziehen lassen vom Sattler natürlich. Weil das gab es ja logischerweise selbst von Audi nicht zu kaufen. Genau, das sind jetzt die alten Stoffe. Da haben wir wirklich tatsächlich auch diese Garne einfärben lassen, damit wir den überhaupt wieder weben lassen können, damit der Kunde auch seinen originalen Stoff da wieder kriegt. Ja. Oder? Und wie oft kommt das hier so vor, dass hier einer Stoff so Es ist sehr kauft? Viel. Sind jeden Tag kauft hier jemand Stoff. Krass. Wahrscheinlich dann auch bekannte Sattlereien. Die man so kennt, die ja Ron. Ja, also wirklich alles. Ron. für Sachen. Beispiel hierzu ist auch hier lagerungstechnisch ziemlich schwierig, weil das ist Schaumstoff. Der Schaumstoff drückt sich zusammen. Ich kann nicht einfach die Rollen auf den Boden oder in eine Gitterbox legen. Okay. Ich muss die aufhängen. Wir haben extra diese Behälter dafür bauen lassen, damit wir die hier sauber lagern können und diese Schaumierung auch nicht kaputt geht. Hat aber so ein Stoff eine Halbwertszeit, wenn ihr euch hier die lagert? Also berechnet ihr damit, dass der in 15, 20 Jahren kaputt ist, oder ist das so gelagert hier kein Problem? Und wir verkaufen es tatsächlich so oft. Oder bleibt eh nicht so lange? Das Problem, was ich noch nie hatten. Okay. Ja. Aber wenn das weg ist, ist alles oder habt ihr irgendwo noch mehr davon? Wir tun die permanent, wo wir es können, tun wir wieder nachordern und uns kommen auch immer wieder neue dazu. Mhm.
Hier das Beispiel mit dem Quattro-Schriftzug. Ja, hier muss ja genau das Stück so breit sein, damit es für die Mittelwanne auf dem die, die Mittelbahn, das für die Mittelbahn vom, vom. Hat sich übrigens so gut entwickelt, dass wir über unseren Accessoire-Bereich Kissen, Sofakissen anbieten. Ja, glaube ich. Ich finde es auch geil. Also wenn du Quattro-Fan bist, hier sowas hinzustellen. Ja. Ja. Wie breit genug für die Mittelbahn? Wie meinst du? Also das hier, von das hier kommt das nächste Stück. Einmal Mittelbahn, einmal Mittelbahn. Achso, du meinst, wenn ihr es verkauft, dass das Stück breit genug ist? Genau, dass der Sattler das auch verbauen kann. Ich hätte jetzt die Wange wieder ein anderer, die Wangen haben ja wieder ein anderes, einen anderen Stoff. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt nur ein Meterstück und fertig so. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich auch einen halben Meter anbiete. Ja. Das ist also auch ein Repro, eine Nachfertigung. Ja. Von dem gleichen Lieferanten wie damals oder sucht ihr auch neue Lieferanten, die das heutzutage noch wenn fertigen? Wenn man den Original nicht mehr findet, wenn der Original nicht mehr liefern kann, wenn es da keine Möglichkeiten mehr gibt, dann suchen wir Alternativen. Wie hoch sind da so die Erfolgsquoten, wenn bei euch einer einen alten Lieferanten anschreibt, ob das noch machbar ist? Wahrscheinlich wenig, ne? Ja. Es gibt Teile, die versuchen wir über Jahre nachzufertigen. Aber dann ist der Lieferanten, gibt es vielleicht so nicht mehr und dann fängst du eben an. Vor der digitalen Zeit hast du vielleicht eine Zeichnung, ja. Du hast aber kein CAD, nichts. Ja? Ja. Dann fängst du mit der Zeichnung an, einen Lieferanten zu finden. Wir haben selber jetzt in einem Thema mit drin, RS4B5, Einstiegsleisten beispielsweise. Seit Jahren, und man denkt, eine Einstiegsleiste, das ist doch einfach nur ein bisschen Metall, Farbe, Plastik, fertig. Ganz so einfach ist es leider nicht, vor allen Dingen mit dem Anspruch, den wir haben. Es gibt ja durchaus Teile, die schon heute nachgefertigt werden, aber die sind eben nicht in der Qualität. Das heißt Haptik, das heißt das Gewicht. Ja? Und letztendlich möchten wir ja nachfertigen, dass es dem Original entspricht. Ja. Natürlich ist ein RS4B5 heute nicht mehr im Alltag eingesetzt wie früher. Ja. Das heißt, theoretisch könnte man sagen, wir brauchen nicht mehr ganz die Lichtechtheit, wir brauchen vielleicht nicht mehr ganz die Qualität, weil die Belastung nicht mehr da ist. Aber das machen wir ja nicht. Wir möchten ja unser Niveau halten, wie wir es bisher auch hatten. Einstiegsleisten RS4B5 ist das Thema, dass die Schwellerabdeckung kommt ans Auto ran und dann ist da ein Spalt, wo halt eine Abdeckung rüber muss, was man nicht sieht. Und die Leiste hängt in der Luft, genau auf der 90-Grad-Kante. Und jetzt Alter, Plastik, ich glaube, es gibt doch bis heute kein Plastik, was nicht altert. Du musst nur einmal, jetzt gibt es tatsächlich Leute, die sich Schuhe dran abklopfen, die tatsächlich so mit dem Hacken am Schweller oder an der Leiste. Und das machst du halt genau einmal, wo diese 90-Grad-Kante in der Luft ist. Oder beim Lackieren dann. So, und schon macht es klack. Lackieren muss ich auch wegmachen, dann geht es ja auch in die Brüche in der Regel. Ja, wobei ich kriege die Halle mal ab. Okay, dann sind wir froh. Aber auch da, jetzt fängst du an. Aber jemand, der es noch nie gemacht hat, der braucht wirklich ein bisschen Geduld und Können, um sie abzukriegen. Und wenn du dann schaust, es ist vielleicht die Fahrerseite am meisten verschlissen. Immer. Weniger eingeschrieben. Ja. Beifahrerseite ist bekannt, dass der High Heel der Dame schon mal so einen schönen Chip reinmacht. Ja. Aber wenn wir nachfertigen, können wir nicht nur vor links nachfertigen. Ja. Wir müssen ja schon links alle. Und rechts denken, wenn dann alle. Ja. Und da gab es aber ganz lange eine Seite noch zu kaufen, und zwar die Beifahrerseite. Yep. Die Fahrerseite nicht mehr. Und da kann es genau sein, dass der Disponent, der bei Audi nochmal beschafft hat, dass das Volumen abverkauft war, die in der Versorgungspflicht drin waren und dann haben die nochmal nachgeordert und dann machen die nicht nur 5, sondern die machen dann die nächste Charge, wo sie zusammenkriegen oder müssen sogar die nächste Charge nehmen. Und diese, was dann übrig bleibt, die kommt zu uns. Da fällt mir auch noch eine Geschichte zu ein. Ich habe damals nämlich auch noch neue bekommen für mein Auto. Und ich hatte so Angst, dass ich sie nicht heile runterkriege, weil ich ja weiß, dass ich einen Schweller irgendwann mal legen muss, dass ich mir gleich so einen Bindfaden mit reingelegt habe. Mhm. Dass wenn ich ihn das erste Mal abbaue, einfach nur den Bindfaden, die Dichtung quasi, also da ist so ein Selbstkleber, ein Streifen runter, wie so eine Scheibe quasi rausschneiden. Ja, also. Wie so verdeckt. Und dann guckte jahrelang der Bindfaden vorne hinten raus. Ja. Also dann gehen wir mal schauen, wo dein Motor liegt und fahren mal ein bisschen durchs Lager, hätte ich gesagt. Und dafür habe ich dir ein Fahrzeug vorbereitet. Lass du mal ein Minnesium wandeln. Und schau mal nach rechts. Was sehen wir da? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein Schlüssel damals doch, das Zepter, ich kann's mir sehr gut vorstellen. Zum Erfolg war. Alter, was ist das denn? Muss man mal reinfinden. Aber wenn ihr mich fragt, ich hätte nicht gedacht vor 5 oder 10 Jahren, dass ich irgendwann bei euch nochmal stehe und mir diesen Teil angucke.